CDU-CSU-Fraktion und nun der Kollege Peter Wichtel das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der letzten Sitzungswoche des vergangenen Jahres haben wir hier im Plenum des Deutschen Bundestags die erste Lesung des geplanten 5. Änderungsgesetzes zum Luftverkehr beraten und hatten uns damals verständigt, dass wir im Hintergrund des Germanwings-Unfalls uns Zeit nehmen wollten und intensiv gucken wollten, ob das eingebrachte Änderungsgesetz an der einen oder anderen Stelle noch verbessert werden kann. Nach intensiven Beratungen in enger Abstimmung mit unserem Koalitionspartner haben wir nun einen Änderungsantrag verfasst, der das vorliegende Änderungsgesetz noch an einigen Stellen angemessen unterstützt. Mit den heutigen vorgesehenen Verabschiedungen dieses Gesetzes werden wir mit den Eingaben, die wir gemacht haben, alle Akteure im Feld der Luftfahrt, Passagiere, Beschäftigte und die Unternehmen der Luftverkehrswirtschaft mit einem klaren luftverkehrsrechtlichen Rahmen und einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Luftverkehrspolitik unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregierung hat die vorliegende Gesetzesänderung auch insbesondere deswegen in das Parlament eingebracht, um mehrere Vorgaben der Europäischen Kommission auf die einzugehen und die bestehenden gesetzlichen Regelungen anzupassen. So ist die EU-Kommission der Auffassung, dass das geltende deutsche Luftrecht hinter den Anforderungen der europäischen Gesetzgebung zurückbleibt, weil im Verfahren der Festlegung vom Flugverfahren keine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht wird und die Prüfung auf Natura 2000-Gebiete nicht durchgeführt wird. Die EU hat vor diesem Hintergrund im Jahr 2013 sogar bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Parallel dazu hat die höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland bestätigt, dass notwendige UVP umfassend bereits im Zulassungsverfahren für Flughäfen durchgeführt werden müssen. Dabei müssen sie die UVP auf den gesamten Einwirkungsbereich des Flughafens erstrecken. Die abwägungserheblichen Auswirkungen sollen da geprüft werden. Die Bundesregierung hat in diesen Einwänden mit dem Gesetzesentwurf nun Rechnung getragen. Auch wir sorgen mit unserem Änderungsantrag noch einmal für Klarheit und betonen beispielsweise, dass im Hinblick auf die Änderung des § 8 des Luftverkehrsgesetzes die Untersagung der Abwicklung von An- und Abflugverkehr über bestimmten Gebieten durch die Planfeststellungsbehörde keinesfalls die Befugnisse der Fluglotsen einschränkt, Maßnahmen aus dringenden Sicherheitsgründen nach § 31 Absatz 3 Luftverkehrsordnung einzuschränken. Unmittelbar verkehrsregelnde Maßnahmen bleiben der Planfeststellungsbehörde also auch weiterhin untersagt. Eine weitere unklare Rechtssituation, die es aufzulösen galt, betrifft die Landeplätze für Helikopter. Im Gegensatz zu meinen Vorrednern halte ich das deutsche Rettungswesen für wichtig. Und wenn nicht geklärt ist, weil in der Vergangenheit ohne Regelung geduldet wurde, dass der Rettungsflug stattfinde, dann hat der Herr Krischer zwar hier laut und deutlich das in den Raum gestellt, dass wir das nicht brauchen, dass das selbstverständlich ist, aber es war eben bis dato nicht selbstverständlich. Wir haben uns bewusst damit befasst und es hat einige Zeit gedauert, bis wir auch zu den richtigen Maßnahmen und Schritten gekommen sind, nämlich der Hintergrund nach den Vorgaben, kein Flugplatz vorhanden und deswegen haben wir auch die Inkrafttretung der EU-Verordnung 965/2012, die die Möglichkeit gibt, den Hubschrauberbetrieb der Luftrettung von und zu sogenannten örtlichen von öffentlichem Interesse zuzulassen. Meine Damen und Herren, und auch das war noch nicht alles, worauf unter die Krankenhäuser an und für sich der Meinung waren, das klappt dann auch überall. Wir mussten feststellen in der Anhörung und mit dem Verband in der Diskussion, dass die Unterstützung eben notwendig war und dass wir komplett weiter diskutieren mussten. Und wir haben einiges dazu in unserem Antrag gesagt. Wir haben zum Beispiel auch aufgenommen, dass Dachlandeplätze nicht einfach gestrichen werden, sondern eine Einzelfallprüfung stattfindet. In diesem Zusammenhang darf ich auch noch darauf hinweisen, dass es auch nicht klar war,
dass Plätze, die nicht eingerichtet sind und nicht genehmigt sind, als sogenannte Notlandeplätze, mehrfach angeflogen werden können. Deswegen haben wir das gestern auch noch mal im Ausschuss bewusst und gezielt angesprochen, dass wir hier für die Landeplätze, dort wo für Leib und Leben Gefahr besteht, auch regelmäßig und mehrfach öfters angeflogen werden dürfen. Mit zwei ganz entscheidenden Themen der Koalition haben wir im anderen Bereich auch noch dafür gesorgt, dass Klarstellungen gemacht wurden im Gesetz bei der Kontrolle von Luftfahrzeugführern mit dem Thema Alkohol, Drogen und Medikamente. Die Dienstfähigkeit, die in den betäubenden Bewusstseinsveränderungen oder aufputschenden Wirkungen Beeinträchtigungen haben könnten, sollen kontrolliert werden. Verantwortlich hierfür sollen die Luftverkehrsunternehmen sein, seitens des Luftfahrtbundesamts anerkannte Niederlassungen in Deutschland sind ebenfalls von Fluggesellschaften dazu beauftragt, das zu tun. Zudem hat das LBA nun selbst auch noch die Möglichkeit, stichprobenartig zu kontrollieren. Also neben der bisherigen rechtlichen Möglichkeit, technische, betriebliche Zustände von Luftverkehrsfahrzeugen im Rahmen von § 29 des Luftverkehrsgesetzes zu überprüfen, können nun auch die stichprobenartigen Untersuchungen gemacht werden und Verdachtskontrollen auf die Dienstfähigkeit kontrolliert werden. Ein weiterer Baustein war, das heute schon bestehende Sicherheitsniveau noch höher zu hinterlegen bei der Einführung einer medizinischen Datenbank. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nach langer Diskussion den richtigen Weg gefunden haben und auch ergänzend hierzu die Behörde nochmals ermuntert haben, tätig zu werden und das zu beurteilen. Wir haben daraufhin uns verständigt, dass die Tauglichkeitszeugnisse in der Tat, wie es der Minister ausgeführt hat, als medizinische Befunde und dem Bewerber personenbezogen gemacht werden. Diese erhalten im Luftfahrtbundesamt ausschließlich die medizinischen zuständigen Menschen und die damit zu tun haben. Die Pseudonymisierung wird aufgehoben und somit kann in Zukunft auch genau festgestellt werden, wie sich die Entwicklung bei dem Einzelnen ergeben hat, ob es Probleme gibt, ob es keine gibt. Und ich denke, wenn man sich das genau anguckt, das Thema Datenschutz haben wir besonders bearbeitet und uns soll als Muster für die Neuregelung insbesondere dienen, die datenschutzrechtlichen Regelungen zur Seediensttauglichkeit, wo heute schon die Seeleute personenbezogen übermittelte Gesundheitsdaten in das Seefahrerregister, Seedienst-Tauglichkeitsverzeichnis abgearbeitet werden. Meine Damen und Herren, diese notwendigen Regelungen sollen natürlich auch auf den Hintergrund stattfinden, dass die Fluggesellschaften weiterhin das, was sie heute schon anbieten, nämlich dass Zugang zu Ärzten bei Betroffenen, die Probleme haben, ungehindert stattfinden, dass Beratung stattfindet, dass Prävention stattfindet. Und wir fordern die deutsche Bundesregierung auf, diese Regelung, die es bei deutschen Luftverkehrsgesellschaften gibt, ebenfalls auf europäischer und IATA-Ebene weiterzutragen, dass insgesamt im Luftverkehr mehr Sicherheit stattfinden kann. Nun wurde vorhin gesagt, es ist über das Thema Bodenverkehrsdienste nichts gesagt worden. In der letzten Legislaturperiode, Herr Kollege Behrens und Herr Krischer, gab es einen eindeutigen Beschluss des Deutschen Bundestags, dass wir die Bundesregierung aufgefordert haben, dass über die zwei Abfertiger, die in den Regelungen drinstehen, keine weiteren zugelassen werden. Die Bundesregierung hat auf Einwand und Nachfrage der Koalition gesagt, das ist ein Thema, das auch gar nicht ins Gesetz gehört. Deswegen ist das rausgekommen. Das kann ganz normal im Ablauf des Ministeriums über Verordnungswege gemacht werden, wenn dies gegen den Willen der Mehrheit des Deutschen Bundestags gemacht werden soll. Ich sehe dort niemand, der das machen will. Wir werden also, wie von mir vorgetragen, mit den Änderungen und dem Antrag der Koalition dem heutigen Gesetzentwurf ausdrücklich zustimmen. Die Thematik Lärm, die Thematik Fluglärm, die da angesprochen wurde, kann ich nur noch einmal sehr deutlich sagen, ist in diesem Gesetz nicht beraten worden, weil wir die Thematik überhaupt nicht auf der Tagesordnung hatten.
Das wird eine 16. Novelle stattfinden, wenn wir die kriegen. Und dort wird nochmal auch das Lärmgesetz. Und Sie tun ja so, als wenn es keine Lärmgrenzen gäbe. Wir haben ein Lärmgesetz in Deutschland, das wird eingehalten. Und ich will Ihnen nur mal sagen, weil Sie das so in den Raum gestellt haben, dass bei heutigen Flugroutenänderungen quasi mehr Bevölkerung mit Lärm bedroht wird. Ich kenne in Deutschland keine einzige beratende Fluglärmkommission, die nicht den Grundsatz einhält, dass das, was verändert werden soll, nur gemacht wird, wenn weniger Menschen belastet werden und wenn mehr entlastet werden. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das wirklich einfach. Herr Krischer, ich weiß, Sie sind kein Verkehrspolitiker, Sie sind in anderen Themen tätig und deswegen an dieser Stelle liegen Sie schlichtweg falsch. Die anderen Anträge der Linken, die Anträge, Herr Präsident, ich habe es gesehen, aber mein Minister sollte 15 Minuten reden, der hat nur 10 geredet. Ja. Deswegen dachte ich, dass ich wenigstens 2 Minuten von der Zeit kriegen könnte, aber ich sehe es, ich komme deswegen zum Schluss. Wenn es mal der so Antrag wäre, wie Linke, Sie vermuten, Herr Kollege Wichtel, wäre die Situation nicht ganz so kompliziert, wie sie ist. Aber Sie sind ja offenkundig im Finale, das beruhigt mich schon mal. Ich bin soweit. Der Antrag der Linken, dann können wir nicht zustimmen, den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, den wir ja letztes Jahr auch schon diskutiert hatten, indem wir außer Verboten und sonstigen Themen nichts gefunden haben. Wir sind der Auffassung, dass das, was zurzeit im Rahmen von Fluglärm gemacht wird und von Flugrouten Festlegungen und Veränderungen in einem sehr geordneten, guten Rahmen gemacht wird. Und deswegen werden wir unserem Antrag, dem Gesetz, zustimmen und die anderen Anträge ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun erhält die Kollegin Sabine.